Es hat eigentlich angefangen, mehr oder weniger aus dem Zufall heraus. Wir haben dieses Kinderheim Mother's Mercy Home, in dem wir auch nach wie vor aktiv sind, zufällig entdeckt beim Vorbeifahren. Ich bin reinmarschiert und vom ersten Moment an war ich überzeugt, hier können wir was machen, hier können wir richtig was bewegen. Und wie sie etwas bewegt haben. In 10 Jahren konnte das Hilfsprojekt Cargo Human Care insgesamt rund 3,5 Millionen Euro Spendengelder einnehmen. Und davon ein Waisenhaus für 120 Kinder und ein Jugendheim für die Schulabgänger bauen. Außerdem reisen ca. 50 Ärzte ehrenamtlich regelmäßig in die kenianische Hauptstadt Nairobi. Dort behandeln sie in der eigenen Medizinstation Menschen, die sich keine Arztbesuche leisten können. Bedarf an medizinischer Hilfe gibt es aber mehr als genug. Rund 2000 Menschen behandeln die Ärzte jeden Monat. Menschen, die ohne die Hilfe des Vereins gar keine ärztliche Untersuchung bekommen könnten. Doch zufrieden geben will sich Pilot Fokodoyen mit der bisherigen Arbeit nicht. Er will die Unterstützung weiter ausbauen. Das nächste Projekt ist ein Schulbau, auch in der Nähe von Nairobi, in einem Slumgebiet, Kabangware. Dort haben wir eine sehr kleine, sehr bescheidene Schule bis jetzt unterstützt. Und die Unterstützung, die soll jetzt eben noch ausgedehnt werden. Wir wollen eine eigene Schule bauen. Rund 100 Kinder sollen dort künftig zur Schule gehen. Zusätzlich bekommen die Schüler auch eine warme Mahlzeit. Zu Hause gibt es das für die meisten Kinder leider nicht. Genauso wenig wie regelmäßige Arztbesuche. Der deutsche Kinderarzt Dr. Thomas Berger ist einer von den Ärzten, der die Kinder in Kenia behandelt. Vorwiegend kümmert er sich um Infektionskrankheiten wie Erkältungen oder Magenverstimmungen. Alle 6 bis 8 Wochen fliegt der 67-Jährige nach Afrika. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass man neugierig ist und wir auf der einen Seite auch erfahren sind. Das ist ja der große Vorteil. Und es ist, für mich ist es auch so eine Win-Win-Situation. Ich komme gern hin, ich mag die Afrikaner, ich mag die Kenianer. Ich lebe in der kenianischen Familie und ich habe eigentlich für mich selbst kein Sendungsbewusstsein. Ich komme hin, weil es mir Spaß macht. Und wenn es uns gelingt, einigen Menschen zu helfen, denn wir können ja, haben 7.000 Patienten, 7.500 letztes Jahr gehabt, mit 25.000 Behandlungen. Man kann das ist ja aber nur ein kleiner Tropfen. Kenia hat 46 Millionen Einwohner, also schon ein großes, bevölkerungsreiches Land. Ja. Die Medikamente und Bauvorhaben werden mit Hilfe der Spendengelder finanziert. Je mehr Menschen das Hilfsprojekt also finanziell unterstützen, desto mehr Menschen kann auch geholfen werden. Infos dazu finden Sie auf der Internetseite www.cargohumancare.de.